Eine neue Corona-Mutation, Abgaben an den Aktienmärkten. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Kapitalmarkt-Update begrüßen. Wir beginnen mit etwas Positivem. Das Thema Inflation ist ja ein ständiger Wegbegleiter im täglichen Leben, in den Schlagzeilen, aber natürlich auch bei der Vermögensstrukturierung. Wir blicken dementsprechend auf die Inflationserwartung für 5 Jahre, in 5 Jahren. Sie können es hier oben sehen, in Türkis für die USA, in dunkelblau für die Eurozone. Wir sehen, dass diese Inflationserwartungen jüngst etwas zurückkamen. Auch jetzt nun nachgebende Ölpreise, insgesamt vielleicht auch eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität würde hier positiv wirken. Aber ich glaube, das war es dann auch erstmal, was wir der ganzen Situation abgewinnen können. Das große Thema ist natürlich nun, wie wird sich das Ganze auswirken? Gibt es erneute Lockdowns? Wird das die Versorgungsengpässe, von denen man ausging, dass wir vielleicht das Peak gesehen haben, nun erneut nochmal verlängern? Und ich habe Ihnen das hier mitgebracht, was zeigt, inwieweit volkswirtschaftliche Daten, die man erwartet hat, von der Realität abgewichen sind. Und nach vielen Monaten der negativen Überraschungen haben wir jüngst eigentlich gesehen, dass sich das Ganze eingependelt hat. Wir haben gesehen, dass wir positive Überraschungen vermerken konnten oder andersrum formuliert, zumindest weniger negativ, als man das erwartet hat. Und die Erwartungshaltung muss natürlich nun sein, dass neben dem Thema Inflation auch das Thema mögliche Lockdown-Gefahr, weitere Einschränkungen, Homeoffice-Pflicht und natürlich nun auf die Stimmung der Unternehmen. Das sind typischerweise die Leute, die befragt werden, wenn es um Konjunkturindikationen geht. Aber das Ganze natürlich auch wieder die Verbraucherstimmung drückt. Also von daher die Verunsicherung, was die ökonomische Entwicklung betrifft, die steigt. Wenn die Verunsicherung nach oben geht, dann sehen wir auch, dass die Volatilität bei den Vermögenspreisen entsprechend zunimmt. Und daher sehen wir allgemein das Thema Verunsicherung. Insgesamt, auch das können wir hier schön ablesen. Das zeigt die Risikoaversion, abgeleitet auch aus Marktindikatoren. Sie sehen, lange Zeit war die Risikobetrachtung relativ niedrig. Das ist jetzt auch relativ sprunghaft angestiegen. Nicht erst seit gestern, sondern den Trend sehen wir schon seit einigen Wochen. Also von daher für einige Marktteilnehmer natürlich auch die Frage, naja, es war ein sehr gutes Jahr am Aktienmarkt und das sehen wir hier sehr schön, insbesondere wenn Sie in US-Aktien oder im globalen Aktienmarkt, im MSCI World investiert waren, dann sehen Sie hier natürlich dementsprechend auch eine sehr starke Bewegung, plus 21%. Die Schwellenländer waren sehr schlecht. Gold war ein negativer Performance-Beitrag. Die Anleihen haben sich im Endeffekt ganz vernünftig gehalten in der Gesamtbetrachtung in Euro-US-Dollar. Aus der Sicht eines Euro-Anlegers natürlich durchaus positiv, weil die Euro-Schwäche über zusätzliche Währungsgewinne die Komponenten im globalen Portfolio beflügelt und vielleicht auch Teile dessen kompensiert, was wir an höheren Inflationsraten sehen. Also von daher steigende Risikoaversion, es war ein gutes Jahr. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Marktteilnehmer sagen, okay, nehmen wir nun mal Chips vom Tisch. Niemand kann realistisch einschätzen, ob und inwieweit neue Varianten in Kombination mit dem Impfstoff nachteilig wirken. Also sprich vor allem auch, ob der Impfstoff wirkt, was wir an weiteren Medikamenten haben. Also einfach eine Verunsicherung gepaart mit einem Jahr, was sich dem Ende neigt, was im globalen Aktienmarkt sehr positiv war. Das könnte natürlich auch durchaus für Gewinnmitnahmen sprechen. Wir sehen diesen Mechanismus auch aktuell. Die Value-Titel oder Unternehmen wie beispielsweise die Lufthansa, also alles, was wir auch an schon Mechanismen aus dem Lockdown des Frühjahrs 2020 kennen, das hat nun den Anfängen heute so ein bisschen begonnen. Ob das nun ein kurzfristiges Thema ist als temporäre Verunsicherung oder ob das uns auch wieder über Wochen oder Monate beschäftigen wird, das kann natürlich niemand realistisch sagen. Von daher muss man auch sagen, es ist jetzt kein Zeitpunkt, um jetzt hektische Anpassungen vorzunehmen, sondern sinnvollerweise würden wir uns jetzt die eigene Portfoliostruktur betrachten. Sie können das hier sehen. Wir sehen hier mal die Vermögensbilanz fokussiert auf die liquiden Vermögenswerte ohne Immobilien, ohne sonstige Firmenbeteiligung und ähnliches. Und wir sehen hier, dieser Anleger hat eine Aktienquote von rund 68%. Und nun ist die Frage zu hoch oder zu niedrig. Und diese Frage lässt sich nur individuell beantworten. Und wenn wir uns jetzt hier in dem Beispiel anschauen, dieser Anleger konkret hat eine strategische Aktienquote von 60%, ist also aktuell in Aktien etwas Übergewicht mit den 68. Von daher, dieser Anleger könnte sich natürlich überlegen, hier nun etwas die Risikopositionen herabzusetzen, nicht weil er der Meinung ist, dass die Börse nun massiv zurückkommt, sondern um die taktische
Vermögensallokation in Aktien, die durch die steigenden Kurse sich erhöht hat, wieder auf die strategische Quote zurückzuführen. Vielleicht auch ergänzend zu überlegen, was heißt das jetzt im Anleihenbereich. Und wir können natürlich nun hoffen, dass in einem diversifizierten Portfolio vielleicht auch Gold jetzt mal seiner Rolle gerecht wird und das Ganze stabilisiert. Also von daher Aufmerksamkeit ganz klar, Fokus auf die Portfoliokonstruktion. Das eine sind die Meinungen, das andere sind die Schlagzeilen, aber alles entscheidend ist natürlich die Einordnung in den persönlichen Rahmen. Wo ist meine strategische Quote? Inwieweit habe ich Abweichungen? Was heißt nun eine mögliche Verschärfung der Corona-Situation im Vergleich zu den Erwartungen von vor 4 Wochen nun für die Struktur? Alles in allem, auch das müssen wir im Hinterkopf behalten. Auch die Notenbanken lesen die Zeitung. Und nun könnte natürlich die steigende wirtschaftliche Verunsicherung dazu führen, dass die Notenbanken länger expansiv bleiben, als man das vor einigen Wochen erwartet hat. Also dieses alte Spiel, die Wirtschaft geht runter, schlecht für die Börse im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt doch wieder positiv, weil die Liquiditätsversorgung auf höherem Niveau bleibt und niedrige Renditen natürlich auch die Unternehmenspreise, Stichwort Unternehmensbewertung, hier begünstigen. Also trotz aller Schlagzeilen hüten Sie sich vor zu einfachen Konsequenzen. Sie wissen, wer hinterherläuft, der hat meistens die Thematik, dass er nicht die Kapitalmarktrenditen verdient, weil alles, was Sinn macht, muss nicht unbedingt zu besseren Renditen führen, weil vieles in den Kursen bereits eingepreist ist. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.